So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Yeah. So. Immerhin sind wir schon Level 8. Das ist schon ganz geil. Ich habe mir überlegt, sobald wir die Mission jetzt abgeschlossen haben, werden wir denn wahrscheinlich doch mal uns bei der Bank einen Kredit holen? Warum ist das Fenster so weiß? Okay. Achso, wie soll hier so diese Sonnenstrahlen simulieren, scheinbar. Ja. Was? Genau. Sobald wir die Mission jetzt abgeschlossen haben, werde ich dann wahrscheinlich doch mal bei der Bank einen Kredit holen. Und dann. Schon Auflieger, by the way. Da können wir mal unsere Werkstatt ein bisschen vergrößern. Weil wir hier ja doch so ein bisschen vor uns hin dümpeln. Was gerade was auch die Level angeht und so. Das ist nicht so schön. Damit wir mal ein bisschen hier Action ins Spiel bekommen, ja. Erstens rein in die Schulden ist immer eine geile Sache. Keine Frage. Erst wenn man ganz viele Schulden hat, wird das Leben so richtig spannend. Wenn dann so die ganzen, ja, Typen in Schwarz vor der Tür stehen. Ja. Und vor allen Dingen, da haben wir auch endlich mal ein paar Mitarbeiter. Was ja immer ganz schön wäre. Ja. Ein bisschen Leben einhauchen. Problem ist halt, wir müssen halt erstmal unsere Werkstatt aufrüsten. Das alleine kostet ja schon irgendwie fast, weiß nicht, 200.000, 180.000 oder irgendwie so. Also eine ganze Menge Schotter. Und ja, dann brauchen wir noch neue LKWs und all diesen guten Stuff, der so dazu gehört. Eine Schüssel Scheiße, mach so. Ich finde halt hier gerade das Gebiet sehr schön, ne? Diesen ganzen weiten Landstrichen und so. Voll hinter rechts die Berge, wo irgendwas noch drauf ist. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Die chinesische Mauer? Ich dachte, die ist in China. Sehr suspekt. Ja. Alter, sieht schon extrem geil aus, ne? Sieht schon echt nicht schlecht aus hier. Ah, das ist schon echt geil. Ah, das ist schon echt geil. Weil das mit dem Stocker wirklich gerade jetzt in der letzten Version mit der 1.44 echt nochmal besonders schlimm geworden ist. Weil er sagt, aus der 1.43er Version, da kannte ich das noch nicht, dass es so konstant schlimm war. Also, selbst wenn wir hier in der Walachei sind, wo er ja quasi nichts ist, stockert das ja hier wie so bekloppt vor sich hin. Und jetzt geht's wieder. Aber ich wollte ja sowieso mal. So, oh, hier ein bisschen. Gott, wie war denn das? Geh. Achso, muss ich mir erstmal hier. Wie bekommt man diesen Unterstrich? So, jetzt kopieren wir uns das da einfach. So, und jetzt Mini-Konsole S1 und FPS
Ist null. Aber wieso sehen wir das denn da oben? Ja, wir sehen es ja sogar schon. Das haben wir 60 FPS. Naja, schwankt ganz schön. Aber mal gucken, wie es denn aussieht. Es war, die Schrift ist zwar sehr, sehr klein, also da müsst ihr jetzt das Video wirklich auf 4K gucken, damit ihr das da oben lesen könnt. Aber aktuell haben wir so schwankt zwischen 50 und 60 FPS. Und jetzt merkt man schon wieder, fange ich schon wieder diese Mikroruckler an und die Framerate stürzt auch teilweise auf 40 FPS ab. Also super inkonsistent. Und wenn es wirklich einfach die Grafikkarte sein würde, dann wäre es ja, ich sag jetzt mal, konstant niedrige FPS. Aber hier ist ja wirklich ab und zu super fließend und im nächsten Moment stürzt die Framerate einfach komplett ab. Und vor allen Dingen halt nicht nur, dass die Framerate abstürzt, sondern dass halt diese richtigen Ruckler hast. Das ist halt ein Unding. Die Schrift ist by the way so klein, selbst ich kann sie von meiner Position aus kaum lesen. What the fuck? Der eine Schriftzug wechselt der andere zwischen Rot und Gelb, wofür auch immer dieses DC steht. Man weiß es nicht. Ich fahre bei so weit viel zu schnell. So. Naja. Wir werden mit dieser niedrigen Framerate wahrscheinlich einfach leben müssen und ich werde auch einfach versuchen müssen, das nicht weiter zu kommentieren. Ah, aber das ist wirklich schon sehr schlimm. So, da vorne müssen wir runter, by the way. Ich muss auch by the way meine Kopfhörer ein bisschen lauter machen hier. So. Okay. Auch nicht schon wieder. Hatten wir doch gerade erst. Gerade wo ich so schon hier im Move bin. Ah ja, mach mal. Hey. Naja, das nächste kann ich gleich mal hier das Ding wieder deaktivieren. Hat er jetzt nicht so viel gebracht? So. Hat bloß das bestätigt, was wir sowieso schon wussten. Von daher. Jutschen. Dann werde ich mal wieder ein bisschen Musik hier anmachen. Das und let's go. Dachte schon, er will mich nicht reinlassen, aber er hat zum Glück doch gebremst. Sehr gut.
Ich bin also immer noch extrem froh, also nicht immer noch, aber ich bin extrem froh, dass bisher kein einziges meiner Videos geclaimed wurde. Also das mit dieser No-Copyright-Musik, die jetzt kurz heute läuft, scheint echt gut zu funktionieren. Also hatte ich irgendwie schon ein bisschen immer Angst vor, dass doch vielleicht YouTube irgendwie welche False Flags irgendwie setzt und sagt, ja, aber das ist vielleicht doch Copyright geschützt und das darfst du vielleicht doch nicht drin haben und so sperrt man sich das halber. Aber nee, bisher nicht. Also geil. Bin ich echt ein bisschen positiv überrascht. Mit der Musik klappt echt gut. Ja. Wobei. Oh, so helle Straßen, Alter. Das in Amerika, wenn die Sonne direkt von vorne kommt. Oh, schon wieder. Und oh, jetzt mache ich aber nicht mehr. Das ist jetzt doch zu viel. Nicht jedes Mal. Das war doch sonst mal nicht so häufig, oder? Hast du nicht auch andauernd immer welche so grüne Signale gehabt? Aber nee, jetzt ist nur noch rot. Ist doch kacke. Was soll ich gerade sagen? Ja, genau. Wenn hier so die Fahrbahn so hell ist. Oh, wir fahren bei viel zu schnell. Wenn die Fahrbahn hier so hell ist und in die Sonne von vorne kommt, dann ist ja den ganzes Jahr über so wie bei uns im Winter, wenn der Schnee so reflektiert. Ist ja hier auch. Von oben ist hell, von unten ist hell. Da ist ja gar nichts mehr. Und das gerade in Amerika, wo die Sonne so schon so ballert. Weiß nicht, also da könnte ich auf der Autobahn nicht überleben.
kannst du ja ohne getönte Scheiben gar nicht mehr fahren. Die Lieder sind ganz schön kurz, kann das sein? Schon wieder vorbei. Ich liebe diese Autobahnkreuzungen in Amerika. Habe ich mal gesagt, ne? Dass hier mal über einen, unter einem so massig ist, einfach so schön. Also, jedes Autobahnkreuz ein eigenes Weltwunder. Ist schon echt geil. Schon wieder schöne Quellwolken im Himmel. Sehr nice. Beschleunige. Geht doch. Wife hammered, get nailed. Ja, nee, ist klar. Diese Wortwitze sind teilweise auch schon echt zur untersten Schublade, ne? Also, man kann ich nicht mehr überholen, weil hier kein UPS-Wagen links neben mir fährt. Ah, Platz hier. Ich muss vorbei. Hab einen Termin.
Wow. Ja, 130 fahren wir gerade. Kmh. Also schon nicht schlecht. Ernsthaft jetzt? Ach, leck mich doch. Komm, zieh vorbei. Danke. War der schon wieder los, sag mal. Vor allem jetzt achtet mal bei der Brücke auf die Rückspiegel. Da wo der Schatten jetzt kommt. Ja? Wupp. Dann mal, jedes Mal, wenn ich überholen möchte, kommt ein Auto links. Ist ja jetzt ein Fitz hier, oder? Gut, ich bleib jetzt einfach auf der linken Spur. Ist mir gerade ein bisschen zu blöd. Weißt du, wir erreichen mal gerade so die 80 und komm, haben wir die mal erreicht? Müssen wir ein bisschen wieder runterbremsen. Das ist doch kacke. Nee, aber auch bei den Rückspiegeln erkennt man, wie alt die Engine ist, ja, wo ich ja in der vorigen Folge drüber gesprochen habe, dass quasi die Rückspiegel keine Kamera innerhalb dieser normalen 3D-Welt sind, wie man es ja heutzutage machen würde, ja, weil die Kamera, mit der wir gerade gucken, ist ja einfach nur eine Kamera innerhalb der 3D-Szenerie. Und es ist problemlos möglich, weitere Kameras zu definieren und diese dann als Texturen anzeigen zu lassen. Das ist die Art, wie man heutzutage eigentlich Kameras erstellt. Also Spiegel oder halt Kameras in-game oder Rückspiegel in-game oder ähnliche Sachen. Ja? Aber das Spiel hier, das kommt auch aus einer Zeit, wo das so nicht möglich war oder nicht praktiziert wurde, sondern dort werden die Kameras wirklich komplett selbst eigenständig gerendert. Das heißt, es ist eine komplett eigene Umgebung, weswegen die auch eigene Licht- und Schatteneffekte haben und alles. Und ja, dementsprechend auch unnötig Ressourcen brauchen, weil mit heutigen Grafikkarten das komplizierter ist, als einfach weitere Kameras innerhalb der gleichen 3D-Welt zu erstellen. Ja. Und man hätte dann sogar den Vorteil, dass man auch richtige Schatten in den Rückspiegeln hat. Und nicht, dass einfach der gesamte Rückspiegel dunkler wird und heller wird, wie es hier jetzt der Fall ist. Also, wäre performanter und hätte grafisch Vorteile. Alle Sachen, die man hier nicht hat.
Aber selbst die Autos, wenn ich jetzt hier an einem LKW gleich vorbeiziehe, der hat glaube ich im Schatten, im Rückspiel nämlich auch keinen Schatten. Genau, ah, LKW ohne Schatten. Und all diese Schatten, ich fahre jetzt aber schon wieder viel zu schnell, und all diese Sachen, die hatten wir dann in den Rückspiegeln. Deswegen, das sind so viele Details, wo man halt einfach merkt, wie alt diese Engine eigentlich ist. Und vor allen Dingen auch viele Sachen, die aus heutiger Sicht inperformant sind. Weil das halt Workarounds waren, die man damals halt machen musste, weil es nicht anders ging. Und heutzutage geht es halt anders. Und zwar über einen Weg, den die Grafikkarte komplett selbstständig machen kann. Also performanter. Ich weiß nicht, die Rückspiegel, die wir hier am LKW haben, selbst die sind, glaube ich, eine separate Rendering, ne? Die haben auch keine Schatten. Ja genau, die haben auch keine Schatten zum Beispiel. Also auch die werden extra gerendert. Ja, das heißt jetzt, so wie ich jetzt fahre, wird die Welt mindestens zweimal gerendert. Einmal für mich, das was ich hier sehe, und dann noch für jeden fucking Rückspiegel. Jetzt kann es sein, dass es nur einmal gerendert wird und dann die Ausschnitte jeweils gewählt sind für den Rückspiegel. Oder für jeden einzelnen Rückspiegel wird es separat gerendert, was natürlich nochmal eine Katastrophe wäre. Aber das weiß man halt nicht. Ah. Unser Tank wird langsam leer. Bei der nächsten Tankstelle sollten wir jetzt mal ranfahren. Wann auch immer diese kommt. Ah, davon haben wir nur Maut. Also hier wäre zum Beispiel eine, bis wir mal reinfahren. Habe ich keinen Bock drauf eigentlich. Ja, wenn wir nicht drum herum kommen. Okay, dann fahren wir doch bei der rein. Ist ja direkt hier vorne gleich. Dann machen wir das so. Ich meine, andererseits, es sind bloß noch 120 Meilen. Ich glaube, die schaffen wir auch so. Dann müssen wir uns jetzt nicht hier wuschig machen. Klingt nach dem Plan. Schon wieder nur 70. Oh. Wie viel das FD steht, keine Ahnung. Aber neues Gebiet. Ganz, ganz schnieke. So, ich glaube, wir fahren da trotzdem, vorne mal trotzdem rein. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Über 26 Stunden, ja, Jolo. Gut, da fahren wir auf jeden Fall mal rein. Entschuldigung. Dann können wir da gleich mal Pause machen. Wieder hier stockert. Was zur Hölle? Oh.
So, kann ich hier rein? Ja, sieht gut aus. Was? Oh, da war ein Bürgersteig. Lol. Aber das war doch eine Abbiegerspur, oder? Naja. Jetzt werden wir natürlich mitten in der Nacht aufwachen, ne? Oder wir können zweimal schlafen. Können wir wirklich voll machen, ne? Hä? Ne? Ne, wo? Sechs Stunden haben wir noch. Ja, guck mal, hier geht's nur nach rechts. Was ist das für eine Straße, nicht für eine Streckenführung? Uah. Haben wir ein bisschen weit gelenkt? Das heißt, man muss wirklich hier reinfahren. Okay. Er braucht so eine Straßenführung. Hä? Halt, was bin ich verwirrt? Ich soll nach. Oh, ich fahre komplett falsch. Ich wollte gerade hier auf jeden fahren. Ah, super. Ja gut. Ich glaube, unsere 6 Stunden, die wir noch haben, werden wir auch brauchen. Da kommt sie vorbei, Junge. Dass hier noch eine größere Aktion wird, machen wir es in der nächsten Folge. Oh, wir stehen gut schief. So. Dann würde man sagen, was ist mit der Folge? Wir sehen uns ja zur nächsten Folge wieder, wenn wir erstmal gucken müssen, wie wir wenden können, um wieder auf unsere eigentliche Spur zu kommen. Katastrophe. Bis dann.